Moin Moin und herzlich willkommen zum fünften Teil unserer Reise. Wenn ihr sehen wollt, wie überfüllt die Touri-Spots Haugland Beach und Hemingsway im Winter sind und ob wir vielleicht auch wieder Polarlichter gesehen haben, dann kommt doch einfach mit. Und los geht's, wie immer, nach dem Intro. Hi hi und willkommen bei Vantage Point. Wir sind Heiko und Mel. Mit unserem Campervan Sky haben wir den schönsten Aussichtspunkt immer dabei. Wenn ihr ein paar Kilometer mitgenießen wollt, dann bleibt einfach dran. Auf diesen unscheinbaren Stellplatz hat es uns dann wieder mal mit dem norwegischen Wetter völligst überrumpelt. Aber schaut selbst. Am nächsten Morgen ging es dann mit ziemlich kleinen Augen weiter. Da wir es technisch nicht besser hinbekommen hatten, die Polarlichter einzufangen, waren wir wenigstens froh, dass ich die Schneeketten schon am Vorabend aufgezogen habe, weil, auch wenn der Weg hier vielleicht gar nicht so aussieht, es war wirklich spiegelglatt und es ging bergauf. Der ein oder andere von euch hat es vielleicht an den Wegen erkannt, wir fahren nach Henningsvær. Wir haben uns fest vorgenommen, diesmal auch diese Touri-Spots mitzunehmen, um zu sehen, wie sie im Winter sind. Zusammenfassend ist zu sagen, eine Handvoll Leute in Hemingsvær, das ist völlig okay für Leute, die keine überfüllten Städte mögen. Aber trotzdem sind wir viel lieber an solchen Plätzen und sehen dann wirklich niemanden. Hey,
Hier mal ein kleines Dankeschön an alle, die unseren Kanal bereits abonniert haben. Für die, die gerne auch mitreisen wollen, abonniert doch einfach den Kanal und klickt dazu die schwarze Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr. Ein weiterer Tourispot, der die Leute magnetisch anzieht, ist Eggum. Bisher haben wir diesen Spot gemieden, da er für gewöhnlich in den Sommerzeiten wirklich überlaufen ist. Aber mal gucken, wie es im Winter aussieht. Eggum im Winter, da stehen ein paar Sachen fest. Es ist keine Menschenseele in der Nähe und es ist spiegelglatt. Eine Wanderung am nächsten Morgen hatten wir uns aber fest vorgenommen und daher die Spike-Ketten für die Schuhe rausgesucht. Wie ist das eigentlich bei euch? Seid ihr lieber draußen in der Natur oder in den Städten, wo viele Touris sind? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Wir freuen uns. Diesen leckeren Snack haben wir uns, glaube ich, reglich verdient. Diese Marmelade, ein Traum, und wir warten und warten und warten. Na, auf was? Wie bereits vorweggenommen, Eggum im Winter ist ein absoluter Traum und wir würden jederzeit gerne wieder hinfahren. Welchen Tourispot gibt es noch, den man im Sommer versucht zu meiden?
Auckland Beach. Also mal schauen, was im Winter los ist. Auckland Beach im Winter, menschenleer. Es gibt aber immer wieder Signalwirkungen zu verstehen, wann man abreisen sollte, wenn der Reisebus von der Kreuzfahrtschifffahrt kommt. Noch so ein typischer Touri-Magnet ist das Örtchen Rheine. Hier endet auch unser Teil Nummer 5. Wenn ihr sehen wollt, was wir im Teil 6 erfahren und wohin es geht, dann kommt doch einfach mit. Wir freuen uns! Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Daumen hoch. Abonniert am besten den Kanal und drückt unbedingt die Glocke, dann verpasst ihr auch nicht, wie unsere Reise weitergeht. Bis dahin, Hadebra, Heiko und Mel.